Priester, Bürger, Mönche. Die vier Stände des Mittelalters. Sie lebten in einer Zeit, die als dunkel, rückständig und grausam gilt. Aber in dieser Epoche begann zugleich der Aufbruch in die Moderne. Wahrzeichen vieler Städte sind ihre Kathedralen, erbaut und erdacht von oftmals unbekannten Meistern der Fabrikae, der Dombauhütten. Ihre Steinmetze trugen zur ersten gemeinsamen und einheitlichen Kultur in Europa bei, der Gotik. Stifter der Gotteshäuser waren oft reiche Kaufleute, Bankiers, Patrizier, die Bürger der Städte. Hunderte von Kathedralen ließen sie zur höheren Ehre Gottes bauen. Aber auch, um stolz zu zeigen, zu welch erhabenen Leistungen der Mensch fähig ist. Nicht mehr nur Heilige wurden dargestellt, auch Bürger ließen sich in Stein verewigen. Einer von ihnen war der Arzt, Gelehrte und Kartograf Heinrich Schuder. Im Jahre des Herrn 1492 verschlug es mich nach Venedig. Ich sollte Informationen und neuestes Kartenmaterial über Handelswege nach Indien für den Rat meiner Heimatstadt Nürnberg beschaffen. Es waren noch Rechnungen zu begleichen. Schon oft war ich als Bote und Kundschafter mit riskanten Aufträgen unterwegs. Aber selten ließ ich mich aus der Ruhe bringen. Ich gebe mich einfach als Reisender aus. Aber es war auch mein Interesse, die Welt zu erkunden. Daher wollte ich sehen, was es Neues gab auf dem Rialto. Venedig war die Drehscheibe des Welthandels. Der Rialto, die Wall Street des Mittelalters. Die Geldwechsler legten ein Tuch auf ihre Tische, Zeichen der Lizenz für Bankgeschäfte. Sie hatten der Republik geschworen, nicht zu stehlen, nicht zu fälschen und nicht zu betrügen. Am Anfang des modernen Bankwesens stand ein gewöhnlicher Tisch, Il Banco, die Bank. Wichtigstes Handwerkszeug der Geldwechsler und Bankiers war die Goldwaage. Damit wurden die Devisen auf ihren Feingehalt geprüft. Falschgeld und minderwertige Münzen hatten sie aus dem Verkehr zu ziehen. Am Rialto wurden Millionen Geschäfte getätigt, aber dabei wechselte nicht immer Bargeld den Besitzer. Wer eine Zahlung zu leisten hatte, ließ vom Bankiere den Geldbetrag von seinem Konto abbuchen und dem Konto des Empfängers gutschreiben. Mit wenigen Federstrichen zirkulierte so das Geld im Kreis, italienisch Giro. Der bargeldlose Zahlungsverkehr war erfunden. In Venedig entstand aus dieser Praxis die erste staatliche Girobank der Welt, die Banco del Giro von 1619. Die neue Methode ersetzte den Bargeldtransfer und schuf das Giral- oder Buchgeld, heute Basis der digitalen Geldströme rund um die Welt. Giro, Saldo, Storno, Manco. Alles, was heute zum Zahlungsverkehr gehört, wurde schon im Mittelalter in oberitalienischen Städten erfunden. Ein Pionier der Bankgeschäfte und des Handels war Francesco Marco di Datini, der reiche Francesco, gestorben 1410 in Prato. Er war einer der ersten Kapitalisten Europas. Der schönste und reichste Palast in der Stadt war die Casa Datini, Wohn- und Lagerhaus, Kontor und Bank in einem. 150.000 Geschäftspapiere sind bis heute erhalten.
In Dattinis Nachlass findet man alles, was den Handel und das Bankwesen im 14. Jahrhundert revolutionierte. Wechsel, Versicherungspolicen, Börsenberichte, Bilanzen. Dattini war keiner der reisenden Kaufleute mehr, die ihre Waren persönlich in alle Welt brachten. Beweglich und wagemutig musste er nur noch im Geiste sein. Er war zugleich Bankier und Finanzier, Fernhandelskaufmann und Fabrikant von feinsten Wollstoffen. Al nome di Dio e di Guadagno. Im Namen Gottes und des Profites und zum Heil meiner Seele und meines Körpers. Amen, schrieb Dattini in seine Geschäftsbücher. Gewinn im Diesseits und Gewinn im Jenseits war seine Lebensdevise. Dattini war ein Global Player, als es den Begriff noch gar nicht gab. Possiamo dire che quando Dattini è al massimo della sua potenza è a capo di 16 nuclei aziendali, di cui lui è non solo il. Auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn war Dattini Chef von 16 Handelshäusern, von denen er nicht nur Hauptaktionär war, sondern er beauftragte auch Mitarbeiter, die als Kompagnons anstelle von Kapital ihre Fachkenntnisse einbrachten. Er war sozusagen der Manager und Controller des Dattini-Konzerns. Weil jedes Handelshaus am Jahresende die Kontobücher und die Geschäftsbriefe nach Prato schicken musste. Dort kontrollierte Dattini die Unterlagen. Und zwar mit einer Kompetenz und Effizienz, die uns heute noch erstaunt. Dattini war auch ein Pionier der doppelten Buchführung, genannt die italienische Methode. Sie ist zur Grundrechenart aller Geschäfte in der Welt geworden und auf jedem Kontoauszug zu finden. Dattini schrieb auf eine Seite der Kontobücher, was er schuldete, das Soll. Ihm stellte er das Haben gegenüber, Soll und Haben. So wusste er jederzeit, ob er im Minus oder Plus war. Eine andere geniale Erfindung des Mittelalters ist der Wechsel für den internationalen bargeldlosen Zahlungsverkehr, der Vorläufer des heutigen Schecks. Er reduzierte die Transferkosten und sicherte das Geld vor Raub. Die Unterschrift des reichen Francesco auf einem einfachen Stück Pergament galt überall in Europa so viel wie klingende Münze. Dattini bezahlte einfach mit seinem guten Namen. Aber eines unterschied Kapitalisten des Mittelalters noch von den heutigen. Wer Zinsen nahm, musste die Hölle fürchten. Fratelli miei, meine Brüder, kennt ihr die Sünde, die niemals ruht, die man zu jeder Zeit begeht? Nein? Es ist der Wucher. Das auf Zinsen verliehene Geld hört nie auf zu arbeiten. Es erzeugt ohne Unterlass Geld. Unrechtes, schändliches, verachtenswertes Geld. Im Schlafe arbeiten. Dieses teuflische Wunder vollbringt der Wucher. Angestachelt vom Satan. Meine Brüder, Zinsen zu nehmen ist der Tod der Seele. Kehret um. Gehet hin und tuet Buße. In nome dei Padri, dei Figli, dei Spiriti Santi. Amen. Auch Francesco Marco di Dattini fürchtete Höllenstrafen. Er wäre aber kein Geschäftsmann gewesen, hätte er nicht Zinsen genommen. So suchte er den Himmel günstig zu stimmen. 12 silberne Leuchter stiftete er der Madonna und gab Kapital für eine Armenstiftung. Mercante di Poveri, Kaufmann der Armen, wird er noch heute genannt. Seinen Schuldnern erließ er alle Schulden. Seinen Angestellten vererbte er das Geschäft.
Er dachte wie Dante. Mit Gott versöhnt zu sein, war mein Begehr am Ende meines Lebens. Erst Dattinis Nachfolger lernten, ohne Skrupel Zinsen zu nehmen und im Schlaf ihr Geld zu verdienen. Es war am Tag der Santa Marta. Leichenträger waren ein alltägliches Bild in Venedig. Aber irgendetwas ließ mich stutzen. Aus allen Häusern holten sie Tote. Der schwarze Tod ging um. Häuser wurden versiegelt. Die Pest war wieder einmal ausgebrochen. Ich hatte in Padua Medizin studiert, aber Pestkranke hatte ich noch nie gesehen. Schlimmes hatte ich gehört. Es war das Grauen. Die erste Pestepidemie erreichte die Hafenstadt in der Lagune im Jahr 1348. Ein Drittel der Bevölkerung wurde regelrecht dahingerafft. Keine Familie, ob arm oder reich, blieb vom schwarzen Tod verschont. An der Scuola San Giovanni Evangelista erinnert noch heute ein Relief an einige der ersten Pestopfer Europas. Anfänglich hing man noch Listen mit den Namen der Toten aus, bis es verboten wurde. Es waren zu viele. So geschah es. Einer starb nach dem anderen und am Ende alle. Es herrschte ein so großer Gestank, dass der Rat anordnete, dass niemand mehr innerhalb der Stadt beerdigt werden durfte. Die Gesundheitsbehörden ließen Bocche delle Denuncie anbringen, Briefkästen für anonyme Anzeigen. Pestkranke mussten gemeldet werden. Wer es unterließ, dem drohte die Todesstrafe. Deshalb wurden seit 1423 alle Pestkranken auf eine Insel gebracht, um die Verbreitung der Seuche einzudämmen. Das Lazaretto Vecchio war das erste Pestkrankenhaus Europas. Wer immer in der Stadt Symptome der Pest entwickelte, wurde ohne Rücksicht hierher verfrachtet. Und ich kann mir gut vorstellen, wer natürlich unter Zwang durch diese Pforte hier, diese Insel der Tränen betrat, dachte wohl oft an die Worte Dantes: Lasciate ogni speranza voi che entrate, lasst jede Hoffnung ihr, die ihr eintretet. Und in der Tat, wer hierher kam, war im Grunde dem Tode geweiht, wenn auch ganz wenige die Pest überleben konnten. Die Pest verbreitete sich in Windeseile. Manche spucken Blut, andere ergreift Fieber und Schwindel. Erst bilden sich schwarze Flecken auf der Haut, dann eitrige Beulen. Nur wenige Ärzte hielten sich an den Eid des Hippokrates und waren bereit zu helfen. Viele waren vor der Pest geflohen. Ich hatte mein Mundtuch in Rosenwasser getränkt. Es soll vor dem verpesteten Atem der Kranken schützen. Die Pestdoktoren reinigen die Beulen der Ärmsten mit Essigtüchern und lassen sie zur Ader. Aber wer die Pest hat, ist dem Tode geweiht. Ein Lufthauch genügt, um sich anzustecken. Bei mir auch. Angst ergriff mich. Es dauert einige Tage, bis die Zeichen des Todes erscheinen. Auch eine andere, für Europa wegweisende Einrichtung befindet sich auf einer Laguneninsel, das Lazaretto Nuovo.
Noch heute sind die hohen, kaum zu überwindenden Mauern der Quarantänestation Venedigs zu sehen. Hinter ihnen wurden bis ins 19. Jahrhundert Einreisende streng isoliert. Man glaubte im Mittelalter zwar, fauliges Wasser und schlechte Winde würden die Pest verursachen. In Venedig verließ man sich aber auch auf eigene Erfahrungen. Es musste einen Zusammenhang mit dem Schiffsverkehr geben. 1468 beschloss der Senat von Venedig, dass alle Schiffe, alle Matrosen, alle Kapitäne, überhaupt alle Reisenden, die aus verpesteten Städten nach Venedig wollten, 40 Tage unter Beobachtung gestellt wurden. Das war hier in der Stadt die Geburtsstunde der sogenannten Quarantäne. Das Wort leitet sich ab vom italienischen Quaranta 40. Wir müssen uns das so vorstellen, dass im Lazaretto Nuovo hier viele Matrosen, viele Fremde, viele Reisende sich tummelten, man spielte, man langweilte sich und so war es bald auch notwendig, dass man eine kleine eigene Gerichtsbarkeit hier einführte. Die Insel selbst war umgeben von mehreren Reihen von Schiffen. Alle Waren, alle großen Stoffballen, was immer transportiert wurde, Getreide, alles wurde hier zunächst 40 Tage gelagert. Und die Menschen wurden am Ende, nach 40 Tagen, einer sorgfältigen medizinischen Untersuchung unterzogen. Wer sie bestand, konnte dann nach Venedig einreisen. Die Venezianer lagen nicht falsch mit ihrer Vermutung. Die Pest kam tatsächlich mit den Schiffen. Die Quarantäne war durchaus sinnvoll. Nur eines wusste man damals noch nicht. Mit den Ratten auf den Schiffen kamen auch die Flöhe. Sie übertragen die Pestbazillen auf die Menschen. Erst 1894 gelang der Nachweis des Erregers, mit den Antibiotika schließlich der Sieg über die Seuche. Im Mittelalter wurden, ausgehend von italienischen Hafenstädten, zeitweilig ganze Landstriche Europas von der Pest nahezu entvölkert. Ich hatte genug von dem Elend. Die Gefahr war zu groß. Mein Auftrag längst erfüllt. Es war Zeit. In Nürnberg wartete man schon auf die Karten. Die ganze Stadt war vom Pesthauch durchzogen. Viele waren rechtzeitig geflohen. Wer jetzt noch die Stadt verließ, dem drohte die Todesstrafe. Doch ich musste es wagen. Ich saß in der Falle. Es sollte mit dem Teufel zugehen. Ich bot einem Gondoliere viel Geld. Für das Risiko war es ihm zu wenig. Ich gab ihm alles, was ich hatte. Bei Sonnenaufgang entkam ich. Ich reiste allein. Denn wenn man erfuhr, dass ich aus dem verpesteten Venedig kam, war ich meines Lebens nicht sicher. Am Arlbergpass konnte ich endlich aufatmen. Ich dachte an die Worte Petrarchas. Und es gehen die Menschen zu bestaunen die Gipfel der Berge. Dort ist das Ende aller Dinge und des Weges Ziel. Freiburg lag noch auf meinem Weg nach Nürnberg. Will man wissen, wie eine Stadt aussieht, muss man auf ihren höchsten Turm steigen. In schwindelerregender Höhe fand ich den schönsten Turm der Christenheit. Ganz aus Stein. Und doch filigran durchbrochen, wie ein venezianisches Spitzentuch. Die Stadt Freiburg wurde von den Zähringern gegründet. Gehauen ist der Wald, bereitet das Feld. Wo jetzt die Stadt ist, waren einmal nur Äcker. Lange nahm man an, die verwinkelten, unübersichtlichen Städte des Mittelalters können nur ungeplant entstanden sein, in einer Art Wildwuchs. Das dachte zunächst auch der Architekt Klaus Humpert über Freiburg mit seinen Straßen und Stadttoren aus dem Mittelalter.
Doch dann machte ihn stutzig, dass viele Gassen in Freiburg exakten Kreisbögen zu folgen scheinen. Ist das Zufall oder war es Absicht? Fast intuitiv habe ich mir eine Konstruktion gemacht und habe gesagt, ich mache mir mal zwei 600er Dreiecke mit jeweils 600 mal 600 mal 600 Seitenkanten. Und mache dann darauf einen Kreis, und zwar indem ich hier einsteche und hier den Mittelpunkt abgreife, mache diesen Kreis und dann mache ich den Gegenkreis. Und jetzt habe ich diese schöne S-Kurve. Und jetzt dieses überlagert mit dem Stadtgrundriss. Und das wirklich also völlig Überraschende war, dass diese Kurve tatsächlich von hier bis hier identisch die Stadtfigur nachzeichnet. Freiburg wurde 1120 gegründet. Pläne wurden bisher nicht gefunden. Die Stadtplaner des Mittelalters waren wohl aus Konkurrenzgründen Geheimniskrämer, vermutet Humpert. Dennoch hat er ihr Planungssystem entschlüsselt. Die Gründungsachse von Freiburg liegt zwischen der Burg als Fluchtpunkt und dem Martinstor. Auf dieser Achse wurde mit Kreisschlägen der sogenannte Campus Initialis abgesteckt. Er ist das Basismodul für ein Raster, das auf das offene Feld übertragen wurde. Als Beweis, dass Freiburg eine geplante Stadt ist, dienen die Tore. Sie liegen alle auf dem Raster, jeweils im Abstand von 1600 Fuß. Das kann kein Zufall sein. Und auch die Stadtmauern folgen exakten Kreisbögen mit gleichem Radius. Nur im Süden folgen sie dem Fluss. Wie Freiburg wurden zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert allein in Deutschland hunderte von Städten gegründet. In ganz Europa kam es auf ländlichem Boden zu einer Verstädterung. Bis 1340 verdoppelte sich die Bevölkerung auf über 70 Millionen. Historiker sprechen von einer urbanen Revolution. Auf meinem Weg von Freiburg nach Nürnberg machte ich Rast. Ich war wohl etwas eingenickt. Als mich ein Apfel aus den Träumen riss. Rund wie unsere Erde, so müssen die Engel sie sehen. Ein Teller ist die Welt jedenfalls nicht, wie viele noch glauben. Sie haben ja auch noch nie über den Rand gesehen. In der Kathedrale von Hereford in England hängt die älteste und größte Weltkarte aus dem Mittelalter. 1290 wurde die Mappa Mundi, die Weltkarte von Hereford, auf ein Kalbsfell gemalt. Auf ihr thront Christus als Weltenrichter über der Erde. Vermutlich hing sie einmal über dem Altar. Die Weltkarte steht in einer Tradition mittelalterlicher Kartografie, für die Geographie nicht so wichtig war. Es ist eine TO-Karte. Das T stellt das Mittelmeer dar, das O ist die bewohnte Welt. Das T teilt den Kreis in Europa, Afrika und Asien. Oben auf der Karte ist der Osten mit dem Heiligen Land. Landmassen und Küsten sind nicht exakt dargestellt. Es kam vor allem auf den Text und die Bilder an. Wie gesagt, die Geografie ist zweitrangig. So sind die Küstenlinien der Meere ungenau, der Verlauf der Flüsse nur ungefähr. Die Darstellung der Städte richtete sich nach ihrer Bedeutung in der Bibel. Größte Stadt und zugleich Mittelpunkt der Erde ist Jerusalem, Ort des Wirkens und Leidens Jesu. Die damals bekannte Fauna Afrikas ist dargestellt, Leoparden und Löwen und wundersame Menschen, die dort leben sollten.
Andere Karten, die man für administrative oder Reisezwecke benötigte, hätten anders ausgesehen. Die Hereford Map aber hatte nicht nur einen geografischen, vielleicht hatte sie auch einen religiösen Zweck. Geografische Karten wie Seekarten, die zur gleichen Zeit entstanden, hatten exakte Küstenlinien, die wir heute wiedererkennen würden. Der katalanische Atlas ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Der katalanische Atlas wurde 1375 von Abraham Cresc für Kapitäne der Handels- und Kriegsflotten angefertigt. Sie waren auf exakte Seekarten angewiesen. So ist die sogenannte Portulankarte von großer geografischer Genauigkeit. Es gab viele Neuerungen. Liniennetze dienten der Orientierung auf hoher See und gaben den Navigatoren den Kurs an. Die Karte ist nach Norden ausgerichtet. Der Kompass kam in Gebrauch. Deshalb ist auf dem katalanischen Atlas erstmals eine Windrose zu finden. Ein Zentrum für den Druck von Karten und die Herstellung geografischer Messinstrumente war Nürnberg. 1492 brachte hier Hartmann Schedel erstmals eine gedruckte Weltchronik heraus. So lange Zeit, fast 7 Monate, war ich nun schon unterwegs. Es war ja doch schön, wieder heimatlichen Boden zu betreten und Mühsal und Gefahren hinter mir zu lassen. Mein erster Weg musste mich zum Rat der Stadt Nürnberg führen. Schließlich hatte ich meinen Auftrag zu Ende zu bringen. Ein Ratsherr führte mich in den Kartensaal des Rathauses. Ich kannte die Sammlung bereits, die den Kaufleuten der Stadt für die Planung ihrer Geschäftsreisen zur Verfügung stand. Seiner Sammlung konnte ich stolz eine weitere Karte hinzufügen. Das treffe sich gut, verriet er mir. Man arbeite in Nürnberg gerade am Druck einer Weltkarte. Ich hatte schon von dem Plan des Martin Beheim gehört. Ich traute meinen Augen nicht. Er hatte eine Weltkugel angefertigt. Natürlich wusste man seit Pythagoras, dass die Erde rund ist. Aber so hatte ich sie bisher noch nie gesehen. Der sogenannte Beheimsche Apfel, den Martin Beheim 1492 im Auftrag und auf Rechnung der Stadt Nürnberg fertigte. Er ist der älteste erhaltene Globus. Entlang der westafrikanischen Küste sind alle portugiesischen Entdeckungen bis 1487 eingezeichnet. Capo Blanco, Capo Verde, Capo Leto. Bis an diesen Ort sind die portugiesischen Schiffe gekommen. Es ging um die Entdeckung des Seewegs nach Indien und um den Handel mit Gold und Elfenbein. Beheim und seine Zeit nennt den Globus einen Erdapfel. Und interessant ist nun, dass genau in dem Haus, in dem Martin Beheim geboren wurde und dem er seine Jugend verbrachte, die Reichsinsignien aufbewahrt wurden, wenn sie jährlich der Bevölkerung gezeigt wurden, bei der Heiltumsweisung. Und da wurden dann eben auch die Reichsäpfel gezeigt und erklärt, dass sie die Herrschaft des Kreuzes über die Welt bedeuteten. Also die Gleichsetzung von Welt und Apfel, diese religiöse Gleichsetzung ist bei Beheim durchaus gegeben. Später, man kann diesen Globus als geradezu als einen Wendepunkt im Weltbild betrachten, eben mit dieser Namensbezeichnung. Durch den Beheim-Globus und die folgenden Ausführungen von Globen wird das Weltbild Schritt für Schritt materieller. Heute ist der Globus ein lediglich geografisches Hilfsmittel. Ich bekam einen neuen, dringenden Auftrag vom Rat. Beheim war wieder in Portugal. Nach dem Nürnberger Muster sollte er auch für die Portugiesen weitere Globen fertigen. Ich sollte ihm dafür streng geheimes Kartenmaterial nach Sagres bringen. Er warnte mich allerdings, das sei nicht ganz ohne Gefahren.
Mich könnte er damit nicht beunruhigen. Erst später sollte ich merken, dass man mir folgte. Man hatte es auf die geheimen Karten abgesehen. Ich wählte zunächst den Landweg. Er führte mich über Chartres. Schon von Weitem sind das große Kirchenschiff und die hohen Türme der Kathedrale zu sehen. Ich wollte mir ein wenig Zeit nehmen, um ihre gerühmte Architektur zu studieren. Am Abend bezog ich ein Zimmer. War es eine sichere Unterkunft? Die Karten für Beheim machten mir einige Sorgen. Am anderen Morgen machte ich mich auf zur Kathedrale Notre-Dame de Chartres. Von ihr heißt es, ihr Anblick sei vergleichbar mit dem Aufscheinen der Mauern Jerusalems, der himmlischen Stadt. Was ich sah, übertraf alle meine Vorstellungen. Sie strebt dem Himmel entgegen. Die Baumeister haben wahre Berge aufgetürmt, bis in die Wolken. Und die Stadt war aus lauter Gold, gleich dem reinen Glase. Die Herrlichkeit Gottes und ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein. Und sie hatte eine große und hohe Mauer, und 12 Tore. Die Baumeister in Chartres haben sich die Beschreibung des himmlischen Jerusalem in der Offenbarung des Johannes zum Vorbild genommen. Die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Die Kathedrale von Chartres gilt als eines der bedeutendsten Werke der gotischen Architektur, für manche gar als Gipfel der Gotik. Ich hatte die Erlaubnis, hinaufzusteigen. Überall sind Gerippe aus Stein. An die Stelle der massiven Mauern setzen sie jetzt Fenster. Es sind kühne Konstruktionen und die Baumeister wetteifern miteinander. Jeder will den anderen übertreffen. Es bedarf größter Kenntnis des Gleichgewichtes der Kräfte, um solche Bauwerke zu errichten. Die Devise der Baumeister war größer, höher, heller. Doch dafür mussten sie erst eine neue Bauweise entwickeln. An einem bestimmten Zeitpunkt des Mittelalters fand man eine fast perfekte Lösung dafür. Die Lösung bestand darin, die Mauern vom Gewicht des Gewölbes zu entlasten. Man schuf dafür Strebebögen. Sie leiten den Druck des Daches auf die Strebepfeiler ab. Da die Wände des Kirchenschiffs nicht mehr so viel Gewicht zu tragen hatten, konnten sie nun, wie Sie hier sehen, für große Fenster und die Rosette geöffnet werden. Die Glasfenster lassen Licht in die Kirche dringen und geben dem Gläubigen ein Bild vom himmlischen Jerusalem. Für Statiker sind die Kathedralen noch heute reine Wunderwerke. Das Haupt- und die Seitenschiffe werden aus Dutzenden von Modulen gebildet. Das ganze Gewicht des Gewölbes und des Daches ruht auf jeweils nur 4 Säulen. Praktisch unmöglich. Sie müssten einstürzen. Aber Strebebögen leiten die Kräfte nach außen. Strebepfeiler fangen sie auf. Die Konstruktion der sich gegenseitig stützenden Module ist eine brillante Lösung für statische Probleme. Dadurch konnte so hoch und so licht gebaut werden wie nie zuvor.
Abt Suger von Saint-Denis hatte seinem Baumeister die Aufgabe gestellt, die ganze Kirche soll erstrahlen von dem wunderbaren Licht der vielfarbigen Fenster. Wie es geschrieben steht, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das ewige Leben haben. Kaum eine größere Stadt blieb ohne das Wahrzeichen einer gotischen Kathedrale. Allein in Frankreich wurden im Mittelalter mehr als 80 Kathedralen und 500 große Kirchen gebaut. Die Baumeister wanderten mit ihren Teams von Baustelle zu Baustelle und sorgten für den Transfer von Technologien und Innovationen. Sie setzten eine Entwicklung in Gang, vergleichbar der industriellen Revolution. Die Kathedralen waren die Symbole einer neuen Zeit. All of that was made possible by improvements in communication. All dies wurde möglich durch Fortschritte in der Kommunikation und im Handel und durch die einfache Tatsache, dass die Bauern überall in die Lage versetzt wurden, Überschüsse zu produzieren wie nie zuvor. Die Ausgaben für den Bau der Kathedralen und der großen Kirchen waren ein Motor für das Wachstum der Wirtschaft und der Gesellschaft im Hochmittelalter. Enorme Investitionen und ein gewaltiger Einsatz von Arbeitskräften waren notwendig. Es mussten neue Techniken und Werkzeuge entwickelt werden. All das waren Voraussetzungen für das Aufblühen der Kultur. Eine gemeinsame und einheitliche Kultur des Mittelalters wurde so in Europa erst möglich. In der Kathedrale von Chartres ging ich die Straße nach Jerusalem, den verschlungenen Weg ins Paradies. Ein treffliches Symbol, dieses Labyrinth, wie in der Offenbarung steht. Ich bin das A und das O, sprach Gott der Herr, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Wir lassen uns auf diesem Weg vom Glauben leiten. Aber in anderen Fragen sollte man sich auf Wissen und Erfahrung verlassen, wie die Baumeister der Kathedralen. Für mich war es an der Zeit, Chartres zu verlassen. Zurück in meiner Unterkunft erlebte ich eine böse Überraschung. Alles war durchwühlt, lag wild durcheinander. Was war mit den Karten für Beheim? Sie waren noch da, wo ich sie versteckt hatte. Aber ich musste auf der Hut sein. Es drohte Gefahr. Gelang mir, meine Verfolger abzuschütteln. Noch in derselben Nacht verließ ich fluchtartig die Stadt. Auf schnellstem Wege war ich nach Brügge gereist, um mit dem Schiff nach Lissabon weiterzufahren. Wie immer war ich auf den höchsten Turm gestiegen, um mir einen Überblick über die Stadt zu verschaffen. Mir blieb noch Zeit bis zur Abfahrt. Ich nutzte sie, um das Venedig des Nordens zu erkunden. Brügge war eine der glänzenden Metropolen des Mittelalters. Wer immer in Europa mit Geld und Waren handelte, musste in Brügge vertreten sein.
Mehr als 30 Handelsnationen hatten sich in der Stadt niedergelassen. Jeden Morgen wurden vor dem Haus des Kaufmanns van ter Börse Wechsel an den Meistbietenden verkauft. Brügge war der erste Börsenplatz der Welt. Die Kaufleute bildeten eine gesamteuropäische Republik für sich, mit eigenen Gesetzen über alle Grenzen hinweg. Eine Woche war ich von Brügge nach Lissabon unterwegs. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich noch verfolgt wurde. Aber nichts passierte. Es war eine ruhige Fahrt. Im Frühjahr des Jahres 1493 erreichte ich die Küste von Sagres. Ich war am Ziel. Endlich konnte ich Martin Beheim die Seekarten überreichen. Er genoss das Vertrauen der Krone. Für die Portugiesen hatte er eine Kopie seines Erdapfels angefertigt. Ich erzählte ihm, wie sehr ich seinen Globus in Nürnberg bewundert hatte. Er vertraute mir an, dass er mit erfahrenen Navigatoren weitere Fahrten um Afrika in den Indischen Ozean vorbereite. Das Zeitalter der Entdecker hatte begonnen. Wo auf Globen heute Amerika zu finden ist, ist auf Beheims Weltkugel von 1492 nichts als unendlicher Ozean. Aber noch im selben Jahr entdeckte Christoph Kolumbus die neue Welt. Der Historiker Jakob Burckhardt schrieb: Der Mensch des Mittelalters war von ruheloser Energie beseelt, die äußere Welt zu erforschen und ihre Bestimmung, aber auch sich selbst. Das blieb für Europa prägend. Eine finstere Epoche? Wohl kaum. Der Aufbruch in die Moderne begann schon im Mittelalter. Ich hatte gesehen, was zu sehen war. Jetzt wollte ich Unbekanntes entdecken. Doch Petrarchas Worte gingen mir nicht aus dem Kopf. Und es gehen die Menschen zu bestaunen die Gipfel der Berge und die ungeheuren Fluten des Meeres und die weit dahinfließenden Ströme und den Saum des Ozeans und die Kreisbahnen der Gestirne und haben nicht Acht ihrer selbst. Noch weiter zurück in die Vergangenheit geht es nächstes Mal mit dem Vierteiler. Imperium, Kampf um Rom. Ab nächsten Sonntag um 19.30 Uhr. Bis dahin können Sie mit Dr. Tigges und dem ZDF eine 8-tägige Studienreise durch Südwestengland gewinnen, eines von 10 Begleitbüchern oder eine von 10 Doppel-DVDs zur eben gesehenen Sendung, die auch im Handel erhältlich sind. Beantworten Sie einfach folgende Frage. In welchem Bauwerk wurden früher Kaiser und Könige gekrönt? A. Kirche, B. Rathaus, C. Kathedrale. Rufen Sie an unter 0137 98 99 100 oder klicken Sie ins Internet auf zdf.de. Viel Glück wünschen Ihnen Dr. Tigges und das